Ich heiße Ali und ich werde heute euch zeigen, Adana Lammhackspieß etwas scharf. Und das ist Spezialität aus der Türkei in einer Stadt. Machen wir zusammen. Und hier haben wir unsere Fleisch, Lammfleisch. Und das Lammfleisch muss von Rippen und Oberschale muss sein, um etwas bisschen fett zu sein, wegen Grill. Etwa Knoblauch rein und Salz machen wir auch. Reichlich muss das sein. Na? Und dann mischen wir. Und das haben wir verteilt. Ist schon okay. Und jetzt kommt das in der Maschine. Das muss natürlich ein bisschen fett zu sein. Sonst brennt beim Holzgrill sehr schnell. Und jetzt haben wir unser Hackfleisch schon fertig. Salz und Knoblauch ist schon drin und etwas Fett. Ich werde das empfehlen wegen Holzgrill. Und wenn man das gegrillt hat und etwas Fett muss sein, dann sehen Sie, wie das schön braten können und schmeckt noch besser. Rote Paprika, auch so ein klein wie Hackfleisch. Und Wasser raus. Und dann noch ein bisschen. So. Und jetzt mischen wir. Und schon fertig. Und jetzt kommt das am Spieß. Also wir haben hier Edelstahl. Spieß, und wenn man das nicht zu Hause natürlich hat, und dann kann man auch Holzspieß haben und etwa so ähnlich machen, was ich jetzt gerade machen sollte. Ja? Und wir tun das bei uns so 200, maximal 290 Gramm am Spieß. Das ist für eine Person und eine Portion. Und dann fangen wir an. Und natürlich, ich brauche ein bisschen etwas Öl, das Fleisch verteilen. Ich sage mal auch ein bisschen langsamer, dann werden sie auch so verteilen. Und ich mache jeden Tag das über 50 Mal am Spieß und werde ich auch natürlich immer ein bisschen. Also schön machen, das Dekoration machen am Spieß und mit Finger. Ich zeige das mal. Das ist natürlich für Anfänger ein bisschen schwer, aber dann sehen Sie, wie das besser aussieht. Und natürlich, das hilft auch beim Grill, weil das sehen Sie, diese Löcher da und das Feuer. Wird das Fleisch noch besser grillen. Ich brauche jetzt keine Waage, aber ich weiß, dass es ja noch nicht mal über 300 Gramm. Und das mache ich jeden Tag täglich immer so viel. Und deswegen habe ich schon im Kopf alles. Und jetzt haben wir Lammhackspieße auf dem Grill. Und werden wir auch Tomaten und Paprika auch mitgrillen. Und zwischendurch müssen wir kontrollieren, ob das schon braten ist. Und dann machen wir auch ein bisschen rote Zwiebel und Reis und Petersilie serviert. Und das werden wir jetzt vorbereiten, auch gleichzeitig. So, und jetzt mischen wir. Frisches Salat muss immer dabei sein, dann schmeckt das Kebab auch besser. Und jetzt unsere Kebabs. Gleich ist schon fertig, soweit zum Essen. Ich hoffe, das wird ja so schmecken.
Weil wenn man das mit frisches Fleisch macht und nicht so viel Gewürz, bisschen Salz und Paprika, wie Sie gesehen haben, und das Lammfleisch schmeckt anders und besser. Und wir machen jetzt auch das Adana Lammhackspieß mit Joghurt und Tomatensauce und etwa Brot da unten und ein bisschen Butter. Machen wir auch zusammen. Schneiden wir klein das Brot und das kommt jetzt auf den Teller. Jetzt. Und gleichzeitig machen wir das andere Gericht. Also normal Lammhackspieß und Zwiebel. Und jetzt kommt das Adana. Das machen wir jeden Tag so mit Hand. Und Tomaten. Paprika. So, auf das Brot kommt ein bisschen Joghurt nur. Ja, natürlich etwa ein bisschen Knoblauch. Dann schneiden wir durch. Und sehen Sie, wie das schön braten ist. Das muss genau so sein. Bisschen, also nicht so viel braten und nicht so viel. Also etwa so sein. Ja? Und jetzt kommt das auf dem Brot und Joghurt. Dann haben wir Paprika. So. Und jetzt kommt die Tomatensauce. So. Sehen Sie. Ich habe heute für euch Lammhackspieß, ganz normal, was wir im Restaurant servieren, und mit Joghurt und Tomatensauce vorbereitet. Ich wünsche euch beim Grill viel Spaß, und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie bei uns, Ocakbaşı Restaurant in Dresden. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.